Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Was für ein schöner Tag. Ich habe das Gefühl, dass heute irgendwas Schönes passieren wird. Ich habe heute richtig gute Laune. Hallo Paula, kann ich dir bei was helfen? Ja klar, Schatz. Du kannst Luis wickeln. Toll, dass du heute nur wenig Quatsch im Kopf hast. Okay Paula, das mache ich. Komm mein kleiner Racker, wir wickeln dich schnell. Ich erledige schnell den Abwasch, danach unternehme ich was Schönes mit Jens und den Kindern. Wir wickeln dich jetzt schnell, mein Kleiner. Nur noch schnell diesen Teller abwaschen, dann ist der Abwasch erledigt. Heute ist doch Fußball, Deutschland gegen Ungarn, das wollen wir bestimmt alle schauen. Hier sind wir wieder. Das ist schön. Wie wär's, wenn du zum Fußballspiel heute Abend den Grill anschmeißt und Burger grillst? Ich und Grillen, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich mache es. Mama, komm schnell ins Wohnzimmer. Was ist? Ist jemand verletzt? Ich komme! Hier bin ich. Oh, wie schön! Luis, du kannst ja sitzen. Ich bin ja so stolz auf dich. Was? Luis kann sitzen? Mein kleiner Luis ist ja schon so groß!
Das Spiel beginnt. Deutschland, ihr gewinnt das Spiel. Deutschland vor, noch ein Tor. Füllkrug schießt das 1:0 für Deutschland. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Juhu! 1:0 für Deutschland! Ich liebe diesen Burger. Er ist ja auch von mir vom Supergrillmeister gegrillt worden. Jens, du und den Grillmeister, mir schmeckt mein Burger auch wirklich gut. Das freut mich, mein Schatz. Aufpassen, Deutschland schießt, glaube ich, gleich ein Tor. 58. Minute, Deutschland ist im gegnerischen Strafraum. Der Ball kommt gut und er trifft. 2:0 für Deutschland. Dann hebt er ab und völlig los. Juhu, 2:0 für Deutschland. Wie schön, Papa, dass du dich freust. Könntest du bitte vom Tisch runtergehen? Wir sehen nichts. Ja klar, Ella, kein Problem. Was war das für ein toller Pass? Wirtz schießt das dritte Tor für Deutschland. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Deutschland toll, ihr werdet gewinnen! Ja, genau, macht weiter so! Nur noch 23 Minuten zu spielen. Was ist das? Pavlovic hat den Ball und trifft zum 4:0 für Deutschland. Was ist heute los? Deutschland gewinnt und Papa benimmt sich. Das stimmt und Luis kann sitzen. Wenn Deutschland noch ein Tor schießt, dann mache ich einen wilden Freudenstanz. Ich auch. Was war das? Da wurde einer von Deutschland im Strafraum gefoult. Die letzten Minuten laufen. Was ist das? Havertz wurde im Strafraum gefoult und es gibt 11 Meter. Los, Havertz, du schaffst es. Ja, mach ihn rein. Havertz macht sich bereit und schießt und trifft das 5:0 für Deutschland. Juhu, 5:0 für Deutschland. Ich freue mich. Ich mich auch. Juhu. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Gleich holt sich Deutschland den höchsten Sieg mit Trainer Nagelsmann. Das Spiel ist aus und Deutschland gewinnt 5:0. Das war ein tolles Fußballspiel. Das stimmt, Mama. Das war es. Jetzt haben wir es 23 Uhr. Es ist höchste Zeit fürs Bett. Wir gehen gerne ins Bett, Mama. Wir sind alle so müde. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hurra, wie schön. Luis kann sitzen. Habt ihr auch das Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn geschaut? Ich schon. Ich habe mich so gefreut, dass die Deutschen gewonnen haben. Wir sehen uns bald bei einem neuen Video wieder. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da!